Hallo und herzlich willkommen aus dem Shithole Berlin. Heute nicht aus dem Studio, sondern wir befinden uns hier mitten im Zentrum. Da ist die Gedächtniskirche, also der Kurfürstendamm. Was bewegt derzeit die Menschen? Das ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Das sind die enorm gestiegenen Energiepreise, die wir alle zu bezahlen haben. Ja, und last but not least, es gibt ja auch immer noch die Corona-Pandemie. Und da soll ja auch dann nächsten Freitag ein neues Gesetz beschlossen werden. Fragen wir mal die Leute, was sie so denken. Der ehemalige Bundespräsident Hans-Joachim Gauck forderte gestern bei Maischberger, die Deutschen sollten für die Freiheit frieren. Wie steht ihr dazu? Wenn dadurch jeder Mensch die Freiheit erlangen würde, schon, ja. Die Frage ist ja, ob wir frieren oder weniger Grad die Heizung aufdrehen müssen. Also weniger Grad aufdrehen. Man kann auch noch bei 19 Grad, ja, wenn man sich schön Pullover anzieht, kann man immer noch ganz gut existieren im Winter. Ich habe als Student nie mehr wie 19 Grad gehabt. Berlin, Berlin, meine Hut! Ne? Berlin! Und wenn das so sein sollte, dann wird es so sein. Im Vergleich zu Krieg ist das doch noch harmlos, würde ich mal meinen. Müssen wir einfach. Wir müssen uns ja mit denen irgendwie solidarisch erklären. Also Sie sind bereit, für die Freiheit zu frieren? Jawohl. Schließen Sie sich dieser Forderung an? Nicht ganz. Weil keiner sollte wegen anderen leiden. Natürlich, gegenseitige Hilfe ist sehr gut. Aber man muss auch seinen eigenen Erfolg auch denken. Also wir machen es jetzt zum Beispiel aktuell ein Elektroauto, dass man halt anders das Ganze kompensiert. Aber ist die Frage, inwieweit man das hinbekommt. Oder wir haben halt ein Energieeffizienzhaus, wir können halt anders heizen. Aber das ist natürlich nicht überall möglich. Ne? Wo man es machen kann, da kann man es vielleicht machen. Aber es ist schwierig, alternative Energien so schnell zu beschaffen. Und wo beschafft man sie? Wie bekommt man es? Ich glaube, das wird nicht stattfinden, weil der ganze Westen sich da ja von abhängig gemacht hat. Und das weiß auch jeder. Also wir können gar nicht verzichten auf die Energieimporte aus Russland? Ich glaube nicht, weil alles andere, was da geredet wird, das ist dummes Zeug. Jeder weiß, ganz Europa hat sich davon abhängig gemacht von den Russen. Und da müssen wir im Moment mit leben. Vielleicht kann man es irgendwann ändern, aber ich glaube im Moment nicht. Wie könnte man das ändern? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Energieexperte, aber sicherlich gibt es auch andere Länder wie Saudi-Arabien oder so, die Öl fördern. Und da muss man halt dann vielleicht mehr einkaufen oder ich weiß es nicht. Naja, Saudi-Arabien ist ja nun auch kein Friedensengel. Also das ist ein wunderbares Beispiel. Saudi-Arabien bombardiert den Jemen, also einer der schlimmen Kriege, die wir derzeit haben. Eine der größten humanitären Katastrophen derzeit auf diesem Planeten. Schlimmer als die Ukraine. Sollten wir denn jetzt wirklich statt aus Russland die Energie aus Saudi-Arabien importieren? Also wo wir die Energie her importieren müssen, wie gesagt, das sollten sich die Politiker doch mehr Gedanken machen als wir hier auf der Straße. Wir können zwar unsere Meinung sagen, aber wir werden es hier, der Einzelne kann es nicht ändern. Weniger Auto fahren, weniger Benzin, autofreier Sonntag, warum nicht? Frieren für Freiheit, sind Sie dabei? Wenn der Herr Gauck das fordert, möchte ich ihn als erstes frieren sehen. Es ist nämlich kalt in Deutschland immer noch, ne? Und frieren fetzt nicht. Der Herr Gauck sagte ja auch, wir müssten vielleicht auf Lebensfreude verzichten, eben für die Freiheit. Wären Sie denn dabei? Wo ist denn da die Freiheit, wenn man keine Lebensfreude mehr hat? Also das geht ja nicht Hand in Hand, oder? Freiheit bedeutet für mich, das ist ein Ausdruck von Lebensfreude. Sind Sie bereit, für die Freiheit zu frieren? Ja, in gewissermaßen ja schon quasi, dass ich schon dafür bereit wäre. Aber ja, ich denke mal, dass Deutschland das noch auffangen wird oder auch die EU-Staaten. Von daher wird das, glaube ich, nicht so das Problem werden. Finde ich absolut eine Frechheit, also über unsere Köpfe hinweg zu entscheiden und zu riskieren, dass wir ohne Heizung im Winter dann da sitzen. Sind Sie auch bereit, für die Freiheit zu hungern? Ja, ich würde schon auch zurückstecken und nicht mehr so viel essen bzw. auch auf andere Lebensmittel zurückgreifen. Zu hungern, ich glaube, das ist bei uns wahrscheinlich überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist in Afrika, ja, weil die Weizenkammer Ukraine, die versorgt Afrika, nicht uns. Ja, also so schlimm wird es bei uns nicht kommen. Ja, also dass wir hungern müssen wegen Putin, das glaube ich nicht. Generell der Krieg in der Ukraine, wie sieht da eure Meinung aus? Ja, wir können halt nur aktuell, glaube ich, darauf hoffen, dass sich die Lage verbessert und dass die Parteien irgendwie einen Weg finden, dass sie Frieden schließen können. Aber das sieht gerade leider nicht so gut aus. Aber wir hoffen natürlich alle auf das Beste und
versuchen natürlich beide Seiten zu verstehen, warum das Ganze gerade so abgeht, wie es abgeht. Die Ursache jetzt des Konfliktes in der Ukraine, wo sehen Sie diese Ursache? Nun ja, in einem völlig verqueren ideologischen Bild von Herrn Putin, der der Meinung ist, die Ukraine wäre ein Teil von Russland. Er spricht ihr das Existenzrecht ab. Er hatte schon seit 2008 hat er die ganzen Proben auf das Exempel gemacht. Jetzt hat er es durchgeführt im Winter. Ja, er hat uns abhängig gemacht von seinem Gas. Dank dieses tollen Ex-Kanzlers Schröder, den man mit Sicherheit von der SPD verbannen sollte. Weil ich finde, das ist eine Schande für Deutschland, um es mal ganz klar zu sagen. Man hat vielleicht am Anfang das Ganze nicht so für hart genommen. Man hätte vielleicht früher etwas anfangen müssen, schon da, als diese Krim-Geschichte da war. Da hätte man vielleicht schon mal einsteigen können. Und man muss vor allen Dingen mit dem Putin auch reden. Nicht, mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Also ein Mangel an Diplomatie im Vorfeld? Ja, ich weiß nicht, ob der Putin ein Diplomat ist, aber wir hatten ja schon mal bessere Beziehungen zu Russland. Dass sich das so entwickelt hat, das hat man wohl nicht vorausgesehen. Wir haben vielleicht ein bisschen auch geschlafen. Ja, das ist ein Machtspiel von Putin, meine Meinung. Und er will nicht, seine Äußerung ist dazu, dass die NATO und die EU nicht seine Waffen liefern an Ukraine. Wenn die NATO, zu NATO gehören, dann verstärkt sich seine Grenze. Und an der Schwarzen Meer, wo Krim ist und Odessa ist, will er sich verstärken. Darum geht es eigentlich. Was ist der Auslöser des Konfliktes? Worum geht es da? Der Konflikt zwischen den Russen und der Ukraine, ich denke nur um die beiden Regionen im Osten. Und ich glaube, da muss man sich einigen und dann, denke ich, wird das auch vorbei sein. Naja, die Russen, also wenn sie etwas nicht brauchen, ist es ja zusätzliches Land. Das ist nur das größte Land der Welt. Meinen Sie nicht, da gibt es vielleicht einen tiefer liegenden politischen Konflikt? Das mag sein, dass man vielleicht wieder ein groß russisches Reich erstellen will, aber das sehe ich nicht so. Ich sehe das eher wirtschaftlich, weil ja auch die Ukraine der drittgrößte Lieferant von Weizen ist und von anderen Stoffen. Also ich glaube schon, das geht eher darum. Jetzt muss man aufpassen, was man sagt. Also ich denke ja, ich denke, dass das Problem ist, dass die NATO sich stark erweitert hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab damals ein Abkommen, daran wurde sich nicht gehalten. Putin hatte des Öfteren schon gewarnt, wurde diesbezüglich nicht ernst genommen. Und ich denke, dass die USA so ihre Fäden im Hintergrund zieht, ja. Der Konflikt ist meiner Meinung nach schon 7 Jahre alt, nicht? Der schwirrt die ganze Zeit hin und her und da wird ein großes Rad gedreht. Es geht um viel Geld, meiner Meinung nach, ne? Diese Energietrasse Nord Stream 2, die ist lange in Planung gewesen. Die Amerikaner auf der anderen Seite wollen ihr Fracking-Gas im Prinzip loswerden. Was da die genauen Hintergründe sind, das interessiert dann wahrscheinlich den einzelnen Soldaten, der da gerade niedergeschossen wird, nicht. Als Otto-Normalverbraucher würde ich sagen, man hat vielleicht Putin letztendlich zu lange Glauben geschenkt, das, was er letztendlich erzählt hat. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, wie Putin überhaupt in diese Position gekommen ist. Er war ja ganz am Anfang vor vielen, vielen Jahren sogar Dolmetscher für Helmut Kohl. Und wenn man sich vorstellt, dass er heute letztendlich versucht, das Weltgeschehen zu diktieren, dann sage ich, verkehrte Welt. Also ja, man muss letztendlich versuchen, diplomatisch einen Zugang zu diesem Mann zu finden. Schwierig genug. Ich glaube, dass man jetzt mit irgendwelchen Säbelrasseln, dass die NATO immer mehr letztendlich aufrüstet und so weiter und so fort, glaube ich, wird man nicht weiterkommen. Ukraine schreit ja wirklich nach Hilfe und für mich ist das, ich bin ganz ehrlich, das Schreien von den Präsidenten von der Ukraine sehe ich so ein bisschen schon, ich sage nicht zu fordernd. Und ich würde auch nicht wollen, dass wir uns da einmischen. Ich glaube, dass man schon letztendlich Druck ausüben muss, aber letztendlich finanzieller Art. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagt, okay, man wird jetzt entsprechend Waffen und immer mehr aufrüsten. Ich glaube, das wird sich dann hochschaukeln. Aber man muss auf jeden Fall Zeichen setzen, weil ich glaube, dieser Mann hat, also da versuche ich mich auch in seine Gedankenwelt ein bisschen reinzudenken. Ich glaube, jemand, der in seiner Funktion ist, wo niemand sagt, du pass mal auf, lieber Putin, das ist anders oder das sollten wir differenzierter sehen. Ich glaube, dass der in einer kompletten Parallelwelt ist und da hilft es wahrscheinlich nur, dass man, wenn man Druck auf das Land ausübt und die Leute, ich glaube, über einen Putsch im Land,
Das wäre mir am liebsten, dass er dann vielleicht aufwachen würde und würde sagen, okay, vielleicht muss ich dann Kurs wechseln. Aber alles, was von außen kommt, wird er im Augenblick eher tangieren. Wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten, wie sähe das aus? Ich würde mir wünschen, dass Deutschland sich raushält. Ich würde mir wünschen, generell, Krieg ist absolut unsinnig, muss nicht sein. Und ja, dass die Ukraine und Russland da irgendwie hoffentlich eine friedliche Einigung finden. Und die NATO sich ganz, ganz, ganz weit weg hält von dem Ganzen. Das wäre mein Wunsch.